Network Street Fighter 4. Hallo und herzlich willkommen bei Noob, dem Let's Show, wo ich mich aufhöre für den größten Noob. Heute spielen wir Super Street Fighter 4 3D Edition. Also das ist Street Fighter für 3DS. Da habe ich schon länger im Schrank stehen eigentlich. Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt kein Suchti der Reihe eigentlich. Ich habe ein paar Teile schon gezockt, aber wenn dann immer nur angespielt. Ich war dann immer so der Tekken-Fan. Ich weiß, das eine schließt das andere nicht aus, aber wenn, dann habe ich bei solchen Beat'em-Ups eher immer zu Tekken gegriffen. Probieren wir es doch einfach mal aus, schauen wir rein. Ja, meinetwegen. Das Intro an sich fand ich richtig schön mit den Streifen und so. Wähle einen Spitznamen. Ja, wer hätte es gedacht? Zack. Arcade versus 3D versus Internetkampf, Herausforderung, Training, Spielerdaten, Figurensammlung, Optionen. Ja, als erstes eigentlich immer in Optionen reinschauen. Achso, das ist nur die. Okay, gut. Jo, ja, dann machen wir doch mal Arcade, oder? Schwierigkeit, ja, fangen wir bei leicht an. Rundenzahl 3, Zeitlimit, Bonus Stages ein, meinetwegen. Dynamische Ansicht. Aus. Kampfanzeige. Kampfanfrage. Lokale. I don't know. Zeitlimit. Gegnerstärke. Achso. Können wir auswählen zwischen Ryu, Ken. Ich lese die alle vor, aber ich blätter sie mal durch. War die aus dem Intro, oder? Die fand ich eigentlich ganz cool aus dem Intro raus. Bei Shan-Li immer, keine Ahnung, die vielleicht hat sie jetzt mittlerweile auch abgenommen, so sah es zumindest im Intro aus, aber ich finde die Proportionen im Spiel allgemein sind sehr übertrieben. Das ist jetzt schon mal was, so ein grafisches, ja, was mich grafisch meistens immer nicht wirklich beeindruckt. Nee, ich würde mal sagen, jetzt tun wir mal die Kleidung original alternativ. Okay. Gibt es dann auch noch verschiedene? Ist ja auch zufällig? Nein. Kommentar zufällig. Ultra-Kombo, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Sogar mit Intro und so? Another international fighting tournament. And it looks like SIN is behind this one. Can't shake the feeling that something sinister is happening behind the scenes. Is this an anime? This all feels so familiar. I must be on my guard. Oh. Fighting always feels familiar to me. Like coming home. Probably because I've been doing it since I was a child. Ich hoffe, ihr habt im Englisch kein Problem. A form of communication. It can lead to understanding. It holds a meaning deeper than mere words. Looks like I'll be sparring with a lot of fighters this time. And I expect I'll meet some old friends again as well. Interacting with these fighters will guide me further down the path of becoming the ultimate warrior. Jo, Ryu, hast du recht, ne? Wer es noch nicht wusste, durch einen Leak in den 3DS-Daten bei Smash Brothers soll es angeblich offiziell dadurch sein, dass Ryu in Smash Brothers mitkommt. Wäre ganz passend, vor allem er steht ja für Street Fighter, ne? Und wäre schon cool, da noch solche Kämpfe mit reinzubringen, dann die Möglichkeit offen für Tekken oder andere Beat'em-Ups, die eigentlich nicht so zum Genre Smash Brothers passen. Ja, jetzt fangen wir mal einfach an, Knöpfe zu drücken. Auf A macht er so einen Kick. Auf B macht er einen höheren Kick. Ist das richtig? Ich versuche einfach mal. Irgendwie habe ich Schläge erwartet. Ach so, okay. Ah, okay. Gut. Also X und Y sind Schläge und A und B sind Tritte. Gott, habe ich schon lange nicht mehr Beat'em Ups gezockt. Also ich zähle Smash Bros. Nicht wirklich zu einem richtigen Beat'em
ab. Also am Beat'em Up finde ich aber auch, sollte man richtig mit Arcade-Controller spielen. Also ich habe da auch so einen für die PS3 noch. So mit richtig dicken Knöpfen und Joystick und so. Da bekommt man viel besseres Feeling. Das ist jetzt auf dem 3DS natürlich was ganz anderes. Fun Fact, ich tue eigentlich mit dem 2DS Capturen, gar nicht mit dem 3DS. Ihr seht es ja eh nur in 3D. In 2D. So rum. Alter, ich lass mich nicht verprügeln von dir. Komm her. Na, komm. Also irgendwas mache ich falsch, oder? Das sieht sehr langweilig aus. Oh ja. Yay. Dummes Button-Mashing hat geholfen. Schön. Jetzt bekomme ich Punkte. Solar Eclipse in Afrika. Oh, das sind Erdmännchen. Wir haben letztens festgestellt, dass ein Erdmännchen, ja, wenn es so rumschaut, so nach oben schaut, sich aufrecht hält und die Arme anzieht. Heißt deswegen Männchen machen beim Hund und so, deswegen so. Und wenn ja, warum heißt es dann Männchen machen und nicht Erdmännchen machen? Komm her. Oh, wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung, ich habe irgendwas gedrückt. Ne? Oh, Nilpferd. Yay, ich bin saugut. Schau, wie gut ich kann, wenn ich Knöpfe drücke. Wie habe ich das Hadouken gemacht? Ja, ich kann dich... Kann der fliegen? Nein, der steht nur so komisch. In your face. Du hast aber schöne Haare. Runde 2. Okay. Los, komm. Wie habe ich das Hadouken gemacht? Nein. Ich weiß es nicht. Ich darf nicht verlieren. Das ist ja peinlich. Das ist auf leicht. Haha. Immer nur so dran steht so. Und er läuft trotzdem rein. Bam! Gut gemacht, Ryu. Ich bin stolz auf dich. Again! Ja, ich glaube, die ganze Kampagne, wenn es eine Kampagne ist, werden wir wahrscheinlich nicht durchziehen können. Ich weiß gar nicht, wie viel kommen. Das ist hier irgendwie gar nicht angezeigt. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Kämpfe machen, bis wir bei 20 Minuten rankommen sind. Das, ja. Bei den Beat'em-Ups ist halt auch nicht immer so viel Content drin. Da gibt es dann zwar einen Story-Modus, einen Arcade-Modus, ist vollkommen richtig. Aber eigentlich hauptsächlich geht es darum, zu kämpfen, stärkere Gegner zu kriegen und dann versuchen halt, daraus auch zu lernen und besser zu werden. Aber die Quintessenz eines Beat'em-Ups bleibt am Schluss dann immer der Online-Modus, ja. Ranked, halt, dass man kämpft und Punkte kriegt und ich darf nicht verlieren. Komm her. Nein, ich bin gestorben. Nein, sie ist gestorben. Oh Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon, ich bin tot. So, okay. Versuchen wir mal das Hadouken wieder hinzukriegen, irgendwie. Das kann er nicht. Blockst du, oder was? Ach so, ist blocken. Ach, jetzt einfach zurück, okay. Okay. Ich muss zugeben, wann war es das letzte Mal, als ich einen Street Fighter in der Hand hatte? Ich glaube, als ich die PS3 geholt habe. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Na, komm schon! Komm schon! Ich weiß, ich stelle mich total doof an. Wenn ihr jetzt Street Fighter Pros seid, könnt ihr mir mal Tipps unten reinschauen, damit ich beim nächsten Mal nicht so verkacke. Nein! Ich glaube, es geht auch um. Schau, jetzt muss ich doch wieder den 2DS anders halten, damit ich besser an die Knöpfe komme. Also ich fühle mich bei einem Beat'em'up auch viel besser, wenn ich von oben her die drück. Also so wie wenn man auf den Knopf drückt bei einer Tastatur so ungefähr. So geht's besser. Komm her.
Da kann man auch, kommt man auch viel schneller zu den Kombos und so, finde ich. Und dann mit so einem 6er Arcade, also mit 6 Buttons oder 8 Buttons. Na? Nein! Komm schon! Aber so ein 3DS Arcade Controller wäre schon nice, ne? Das könnte man schon mal irgendwie machen. Da würden die ganzen Arcade-Spiele auf dem 3DS. Ja, okay, wann. Arcade-Spiele, 3DS. Ich glaube, das ist der die Quintessenz dabei. Komm her, du. Nein! Nein, Ryu, nicht sterben. Ha! Ha! Sie ist reingelaufen! Ha! Stirb, Kartoffel! Wir haben gewonnen. Yay! Okay, ich glaube, es wird auch wirklich nicht spannender. Wir könnten vielleicht einen anderen Charakter nehmen. Wie komme ich denn da raus? Hallo! Bonus Stage! Darf ich ein Auto zerdeppern? So, old school. Ja! Komm her, Auto! Du hast mir nichts getan. Ich zerstöre dich trotzdem. Okay, das schaut echt spannend aus. Okay, das sieht jetzt schon richtig demoliert aus. Und? Habe ich irgendwas gewonnen? Ein Pokal oder so? Sieht so aus, als hätte ich es nicht geschafft. Und wo komme ich da raus? Hilfe! Ja. Hallo? Aha, verlassen. Versus 3D versus, was ist denn das? Spieler gegen Spieler, Spieler gegen CPU. Nehmen wir mal was anderes, nehmen wir mal was weibliches, nehmen wir mal Shandy. Was haben wir denn noch so alles? Die schaut auch cool aus. Bei Beatemaps mich eigentlich eher weibliche Charaktere. Original. Alternativ. Ah, in grün. Ah, jetzt kann ich sogar noch den Gegner wählen. Dann kämpfe ich mal gegen Shandy. Und jetzt darf ich sie selbst spielen. Okay. Kämpfen wir mal auf Platz. Oh. Ach, das war das mit dem Nilpferd. Okay. Nehmen wir doch die Training Stage. Ja. Also es schaut ein wenig schmutzig aus auf dem 3DS, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, das schaut scheiße aus, wir hätten das Original nehmen sollen. Aber es passt zum Design von Shan-Li, das ich immer noch total übertrieben finde. Ich meine, schau dir die Schenkel an! Ach, das ist dieses 3D-Dingens. Dieses 3D-View, aber es ist immer noch Side-Scrolling. Das ist ja cool. Das sieht das Ganze irgendwie lebendiger aus.
Boah, die hat ja Waffen dabei. K.O. Du hast fette Oberschenkel, Shandy. Geh mal zu den Fettfighters. So. Nein. Also ich kann's irgendwie immer noch nicht. Haha. Ups. Ups. Aua. Na, ich darf dich verlieren. Nein. Nein. Yeah, das war ein schöner Sieg. Das war schön, ne? Ja. Ja, das war's auch schon vom Game an sich. Ist es ja nicht wirklich anders als ein anderes Beat'em Up oder als ein anderes Street Fighter an sich. Es ist halt schon mal von der Grafik her jetzt so schön. Vom Feeling her auf dem 3DS finde ich auch, dass es sich bei einer Konsole besser anfühlt. Wie gesagt, mit Arcade-Controller ist natürlich noch besser. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Dieses Spiel wurde gevotet in der Community. Wenn ihr auch aussuchen wollt, was sich denn so als nächstes nuben soll, einfach in erste Link in der Videobeschreibung zur Community auf Facebook in die Gruppe und dann könnt ihr da abstimmen, was als nächstes dran kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es wird Puzzle Dragon sein, das weiß ich jetzt schon. Und bis dann. Tschüss! Vergiss nicht zu speichern.